Das ist ja kompliziert, aber der Typ sagt uns jetzt bestimmt nichts mehr. Sagt er uns jetzt noch mal was zu dem Zettel? Aber ich glaube nicht. Wie kriege ich den Schrank auf? Hä? Was? Was haben Sie gesagt? Wie kriege ich den Schrank auf? Jede Zahl wird durch ein Symbol dargestellt. Man muss also... wie ging das noch gleich? Oh, verflixt. Ich hab's schon wieder vergessen. Oh, toll. Du hilfst mir auch überhaupt nicht weiter. Das weiß ich schon selber, dass jede Zahl durch ein Symbol ersetzt wird. Ach, Mann. Ich versuche, den Geldschrank lieber allein aufzukriegen. Ich habe sowieso schon Halsschmerzen von dem ganzen Geschrei. Okay. Tja, da müssen wir wohl durch. Sonst noch irgendwelche Hinweise hier? Nein. Also jedes Symbol wird dadurch durch eine Zahl ersetzt. Nee, jede Zahl wird durch ein Symbol ersetzt. Na, wäre ja aber erstmal wichtig zu wissen, wie die Technik funktioniert. Hier habe ich, wenn ich die Ecken nehme, sind es 1, 2, 3, 4 Ecken. Aber wieso die Ecken? Die Ecken ergeben keinen Sinn. Wenn ich die Striche nehme, sind es 1, 2. Dann wäre es die 2. Würde hier hinkommen. 1, 2, das wäre die 3. Würde hier hinkommen. 1, 2, 3, das wäre die 4. Die würde hier hinkommen. 1, 2. Das haut aber hier dann wieder nicht hin. Ich lege dich jetzt erstmal beiseite. Es zeigt mir auch nicht an, welches davon richtig ist. Das ist halt das Doofe. 7. Was haben wir denn hier? 1, 2, 3. 2, 3, 4. Nee, 1, 2, 3, 4. Das könnte auch die 5 sein. 5. Das ist die 4, 1, 2, 3, 4, wenn man doch die Ecken zählt. 1, 2, 3, 4, 5. Da haben wir noch eine 5. 1, 2, 3, 4, noch eine 4. Das ergibt keinen Sinn. 1, 2, 3, 4. Das könnte ein E sein. A, B, C, D, E. E ist die 5. Gehen wir mal nach Buchstaben, dann wäre das E. F ist die 6, dann kommt das hier hin. Aber das haut nicht hin. Ein Pluszeichen würde dann auch nicht hinhauen. B, das ist ein... Nee, das ist ein M. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M. Das haut ja auch nicht hin. Das sind ja 13. Woran sehe ich denn, ob das okay ist? Ja, aber auch nicht schön wäre es, wenn es hier Lichter geben würde, dass es mir das sagen würde, ob das jetzt richtig ist oder nicht. So eine 7. Das könnte auch die 7 sein. Warte mal, was ist denn, wenn ich das hier unten hin tue? Es muss schon hier oben reingesetzt werden. 7. 3. Nee. 4. Die 8 ist auf alle Fälle das. Die 2 ist das. 1 ist das. 5, 3, 6. 5, 3, 6. Ach, offen! Sie war das einzige Opfer, das direkt am Tatort gefunden worden war. Vielleicht hatte die Polizei dort im Park etwas übersehen. Ich musste mich mit eigenen Augen überzeugen. Meine Güte. Also doch der Park. Da waren wir ja vorhin schon. Wir haben ein Foto vom Park. Aber wo hat man da was übersehen? Oben das Fenster ist so dick umrandet. Okay, das bedeutet...
Wir müssen in den Park zurück. Also dieses Code-Rätsel war jetzt aber gerade cool. Es war im Endeffekt so, wie die Zahlen aussahen. Müssen wir denen nochmal was fragen, aber ich glaube es bald nicht, oder? Bislang war er sehr nett. Ich möchte seine Gastfreundschaft lieber nicht ausnützen. Okay, dann gehen wir jetzt wieder. Lass den mal hier an seinen Leichen rumschnibbeln. Lass die Finger von den Mädels. Da habe ich leider eine Schwäche für. Gott. Ich wachte mit dröhnendem Schädel wieder auf. Mein vorlautes Maul war mir nicht zum ersten Mal zum Verhängnis geworden. Okay, aber er ist weg. Oh, hier sitzt eine Katze. Hier vorne, mitten in der Mitte des Bildschirms. Ich kann es euch gerade noch nicht mit der Maus zeigen, weil der noch aufsteht. Da. Eine Mietz. Die sieht aus wie mein Glubschi. So, mein Guter, dann gehen wir jetzt erstmal wieder hier runter. Und dann gehen wir wieder in den Park. Mag die uns jetzt nochmal was sagen? Hatte ich nicht gesagt, du sollst dich verziehen? Ach, du blöde Pute. Okay, das Foto. Hier oben dieser Bilderrahmen, der sticht mir gleich so ins Gesicht. Ach, hier liegt ja eine Frauenleiche vorm Brunnen. Das sieht doch ganz anders aus. Diese Fenster, die irritieren mich. Ich mag diese Statue. Ja, ja, die erinnert mich an Ida. Ich weiß schon. Nein, das will ich doch auch, Mensch. Hier liegt jemand. Warum, das liegt hier alles noch? Bei dem Baum? Das Fenster ist hier sehr auffällig, aber das Fenster sehen wir nicht, weil das hier genau hinter dem Baum ist in der Perspektive. Ist da jetzt so ein Wimmelbildspiel, das, was die jetzt draus gemacht haben? An dem Brunnen kann ich jetzt auch nichts feststellen. Kann auch nichts markieren oder so. Ich weiß jetzt gar nicht, was wir jetzt mit dem Bild hier machen sollen gerade. Ach so, er geht dahin automatisch, wo die Leiche liegt. Okay. Ich sehe nichts Ungewöhnliches. Ich sehe nichts Ungewöhnliches. Du solltest doch aber zu der Leiche gucken gehen. Ich sehe nichts Ungewöhnliches. Ja, du guckst ja auch falsch. Du sollst ja bei dem Fenster... Oh, was haben wir denn hier? Im Sonnenlicht wäre dieser Ort noch deprimierender. War nicht wahr? Im Sonnenlicht wäre dieser Ort noch deprimierender. Aber warum? Dort steht, die Hure war meiner Zuwendung nicht würdig, also wandte ich mich zum Engel zu. Okay, das können wir leider nicht irgendwie mitnehmen oder so.
Aber das Foto pulsiert auch nicht. Ach, okay, es geht nicht mehr. Ah, ein Ring. Der Typ hat also einen Gefährten, einen Raben. Oh, das ist ja kurios. So, wir fangen jetzt mal hier vorne an. Peu à peu arbeiten wir uns jetzt nach hinten durch. Ich habe anfangs gedacht, dass der Großvater von Victoria, also er hier... Das Leben geht weiter. Dass er hier irgendwas mit den Mordfällen zu tun hat, dass er derjenige war. Hier hat's aber ordentlich gefackelt. Muss er ihm ja total gefährlich nahe gekommen sein, dem Mörder. Okay. Wer ist das denn? Ist das der Mörder? Der setzt sich doch hier nicht so einfach hin. Herrje. Hat mein Freund Ihnen das gestohlen? Ja, hat er. Das ist mir äußerst unangenehm. Sie müssen wissen, ich habe ihm beigebracht, glitzernde Gegenstände zu abortieren. Und er ist darin ein Meister, finden Sie nicht? Ja, das ist er. Als Kutscher hat man es in der industrialisierten Welt nicht mehr so leicht wie früher. Wer sind Sie? An guten Tagen verdinge ich mich, wie gesagt, als Kutscher. Für den einen oder anderen Touristen oder für eine Dirne, die ein billiges Transportmittel braucht. An weniger guten Tagen hilft mir Freund Langfinger hier, über die Runden zu kommen. Und an schlechten Tagen ist mir nur das Dasein eines Landstreichers beschieden. Dann kennen Sie also einige der Mädchen hier im Viertel? Durchaus. Ich habe sie schon hier und dorthin kutschiert. Entweder haben sie selbst oder ihre Kunden mich angeheuert, weil ich billiger als ein Taxi bin oder ihnen das Ambiente gefällt. Kennen Sie die eine oder andere auch näher? Eine, ja. Wir haben derweil miteinander gescherzt. Aber... ich habe sie meistens nur irgendwohin kutschiert. Sie war ganz schön jung, um den Wünschen dieser Bestien nachzukommen. Sie hieß Vladanna und war gerade mal 16. War 16? Ja, ich habe sie lang nicht mehr gesehen und rechne mit dem Schlimmsten. Sie sagten, sie hieß Vladanna. Könnte es nicht sein, dass sie Aneshka hieß? Keinesfalls. Vladanna erinnerte mich an ein Mädchen,
das ich als junger Mann kannte. Sie haben sicher von den Morden gehört, oder? Natürlich. Jeder hier im Viertel weiß davon. Deswegen mache ich mir um Vladana Sorgen. Kann ich Ihnen ein paar Fragen stellen? Sicher. Wer sind Sie? Und warum interessieren Sie sich für diese Sache? Oh, Entschuldigung. Ich habe mich gar nicht vorgestellt. Ich bin Gus McPherson, Privatdetektiv. Die Mädchen haben mich damit beauftragt, den Mörder zu finden. Sie sind verständlicherweise sehr besorgt und setzen kein großes Vertrauen in die Polizei. Wahrlich bewundernswert, Mr. McPherson. Ich muss zugeben, dass ich den Glauben an die Menschheit verloren hatte. Bei all dem, was ich schon mit ansehen musste. Sie machen mir direkt wieder Hoffnung. Sagen Sie, ist es wahr, dass es schon wieder einen Opfer gibt und es am Ufer angeschwemmt wurde? Sie wurde nicht angeschwemmt. Sie ist eh ohne Belang. Ja, es ist leider wahr. Haben Sie sie gesehen? Ja, habe ich. Seien Sie aber unbesorgt, mein Freund. Sie hieß nicht Vladana, sondern Franziska. Danke, Mr. McPherson. Da bin ich aber froh. Sie sagten, die Leiche sei nicht ans Ufer geschwemmt worden? Nein, ist sie nicht. Der Täter hat sie dort abgelegt. Aber wie ist das möglich? Es gibt nur einen Weg, wie man die Stadt durchqueren kann, ohne gesehen zu werden, Mr. McPherson? Die Kanalisation. Ganz genau. Er bedient sich der Kanalisation, um kein Aufsehen zu erwecken. Ich bin zwar hier und da schon auf unterirdische Passagen gestoßen, aber noch nie hier in unserer Ecke. Vielleicht sollten Sie mal danach suchen. Das würde Ihre Nachforschungen sicher voranbringen. Haben Sie der Polizei von Ihrer Theorie erzählt? Natürlich. Aber wer hört schon auf einen alten Landstreicher? Vor allem, wenn er mehr Grips im Kopf hat als der Inspektor. Dieser Skalnik ist wirklich ein Unikum. Ein Unikum? Ist das der lateinische Begriff für Drecksack? Wo kommen Sie her, wenn das nicht indiskret ist? Eigentlich ist ganz Europa meine Heimat. Normalerweise zieht's mich immer wieder fort. Aber hier bin ich schon ein Weilchen. Die Beine erlauben keine weiten Reisen mehr. Aber genau genommen komme ich aus London, in England. Na, geben Sie's schon zu. Sie waren auch Detektiv oder gar Polizist. Habe ich recht? Ich bin ein einfacher Kutscher. Nicht mehr und nicht weniger. Wenn Sie also die Höflichkeit hätten, nicht weiter auf Ihren Fragen zu beharren. Wie Sie wünschen. Wüssten Sie sonst noch was, was mir weiterhelfen könnte? Leider nein. Bin eben nur ein alter Kutscher, der mehr schlecht als recht sein täglich Brot verdient. Nicht zuletzt dank meines kleinen Freundes hier. Und wären Sie dann so höflich, mir meinen Ring zurückzugeben? Oh, selbstverständlich. So, wir haben unseren Ring wieder. Danke. Verzeihen Sie, wenn ich Ihnen Unannehmlichkeiten bereitet habe. Nicht der Rede wert. Okay, der Ring. Die waren früher mal ganz modern mit diesen Tribal-Einriffelungen drin. Die haben immer ganz viele Leute bei uns in der Schule getragen. Ich konnte mich für sowas nicht faszinieren. Liegt aber auch daran, dass ich allgemein kein Ringträger bin. Okay, der gute Typ hier macht mir auf jeden Fall Angst. Der erinnert mich so ein bisschen wie so den Typ an Vendetta, aus Vendetta oder so. Aber ich glaube, dem werden wir nochmal begegnen, diesem sogenannten Kutscher. Ich kaufe ihm seine Geschichte noch nicht ganz so sehr ab.